Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. UEFA Europa League, Runde der letzten 32. Wir sind in der K.O.-Runde angekommen. Racing Club gegen Hannover 96. Runde der letzten 32, K.O.-Runde in der UEFA Europa League. Ab jetzt kann sich jeder Fehler rächen. Ab jetzt darfst du dir keine Schwächen mehr erlauben. Wer geht damit besser um? Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszurechnen. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Andere Seite, aber gleiche taktische Ausrichtung scheinbar. Zumindest auf dem Papier. Mal sehen. So haben wir massiv viele Spieler im Mittelfeld. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. So, was machen Sie draus? Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen Sie dranbleiben. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse. Und jetzt ist der Ball geklärt. Dominguez, Mena, kommt jetzt die Flanke, ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball, Einwurf, Baumgartel, Arne Meyer, da spielt er den Ball Richtung Außenlinie, Ox, Baumgartel, Badstuber, Leitner, super Pass jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Stindl. Baumgartel.
Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Ihn zu stoppen wird ganz sicher nicht einfach werden. Er ist physisch extrem stark. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Stindl. Sie holen sich den Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Das könnte vielleicht was werden. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ox. Noir, Joel, Saren, Ren, Basé. Leitner. Jetzt ist die Kugel weg. Leitner. Schönes Zuspiel hier. Was macht er draus? Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Ja, gibt Ecke. So, Ecke kommt. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Ach, sowas sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten sie den Führungstreffer machen müssen. Sie verlieren den Ball. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Philipp Ox. Bad Stuber am Ball. Bad Stuber. Da kommt der Pass auf außen. Leitner. Schöner Spielaufbau. Stindl. Chance zur Führung. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Kommt rein. Und es gibt Abstoß. Dominguez. Sie kommen über den Flügel. Stindl. Da ist jetzt Platz. Gute Aktion. Baumgartel.
Leitner. Stindl. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Philipp Box. Stindl. Sie bieten sich an. Ja, könnte was werden. Kann er was draus machen? Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass. Viel mit Auge. Er zeigt auf den Punkt und das ist jetzt die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber den Elfer, den musst du erstmal machen. Da ist viel Druck. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Gute Chance, klar, aber sie machen gar nichts auf diesem Elfmeter. Zigali. Orban. Dominguez. Da verlieren sie den Ball. Wir stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Arne Meyer. Bad Stube jetzt. Pass auf den Flügel. Gefährlich! Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Da können sie erstmal klären. Müller. Baumgartel. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Arne Meyer. Philipp Box. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Jetzt ist es gefährlich. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Und er ist nicht drin. Das war ein knappes Ding. Da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Mena. Barbona. Dominguez. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Ox. Stindl. Er kann ihn reinbringen. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an ihm dran sind. Kiko Femenia. Solari. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Der Pass zurück zum Keeper. Klasse Pass. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Dominguez. Solari. Wesley. Macht er gut. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Ballverlust. Mena. Das könnte was werden. Tolles Zuspiel. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus.
Leitner. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Was macht er draus? Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den Konter kaum besser machen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Arne Meyer. Philipp Ox. Was macht er da? Völlig unbedrängt läuft er mit dem Ball ins Aus. Kiko Femenia. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. Stindl. Ball fliegt hoch ein. Oh, viel Platz jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Der Pass kommt nicht an, Ball im Aus, Einwurf. Stindl. Arne Meyer. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Jetzt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit... Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Ecke kommt in die Mitte. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Babona, Dominguez, Wesley, Rojas. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Stindl. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Noah Joel Sarin-Rendazé. Was war das denn für ein Konter? Und was für ein Tor. Alles richtig gemacht, Lücke erkannt, Ball blitzschnell nach vorne gebracht und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ja.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Solari. Gute Aktion jetzt. Ball ist zu lang. Baumgartel. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Klasse Pass. Ja, mit viel Übersicht. Chance lebt noch. Ja, die Fans sind da, nicht zu überhören. Ganz kritische Phase jetzt. Vielleicht geht doch noch was. Da ist der Ball weg. Ox. Und jetzt Bartstuber. Bartstuber. Arne Meyer. Baumgartel. Stindl. Und jetzt Bartstuber. Arne Meyer. Klasse Aktion, Ball ist weg. Solari. Kiko Femenia. Jetzt der Ballverlust. Einwurf. Super dazwischen gegangen. Jetzt gibt's Einwurf. Bartstuber. Philipp Ox. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Sieht gefährlich aus. Arne Meyer. Stindl. Philipp Ox. Bartstuber. Baumgartel. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Da sind Mitspieler frei. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Barbona. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ah, das sieht gut aus. Dominguez. Sie suchen die Lücke. Kommt jetzt die Flanke? Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Der Ball kommt rein. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Kiko Femenia. Solari. Wesley. Macht er gut. Kann er was draus machen? Jetzt ist es gefährlich. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Der Ball geht an den Pfosten. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust.
könnte eine Gelegenheit werden. Und nun ein Schuss. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Ox. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Stindl. Baumgartl. Leitner. Arne Meyer. Philipp Ox. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Dominguez. Solari. Da ist die Chance für die Flanke. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Der Rückpass jetzt zum Torhüter. Baumgartl. Leitner. Bartstuber. Philipp Ox. Sieht vielversprechend aus. So, die Chance jetzt. Jetzt vielleicht. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Chance lebt noch. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ox. Arne Meyer. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Solari, Kiko Femenia. Leitner. Guter Pass jetzt. Was macht er draus? Ja, sie können erst mal klären. Noch ein Eckball. Ecke wird kurz ausgeführt. Ball kommt rein. Erstmal rausgefaustet. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand.